Hoaxilla. Kant? Aber kommen wir mal ganz kurz mit der Einführung dieser Röhre, so kennt man das, im Rahmen der Forschung. Wir können uns im nächsten Bild mal anschauen, wie sowas aussieht. Und da sehen wir also Röhre mit so bestimmten Flecken, die dann markiert sind. Und da tut sich irgendwas scheinbar. Und was man dort sieht, sind... Den Großteil der Energie geht halt auch damit drauf, das Ganze wie hier in so einer Art Standby-Modus zu haben. Das heißt, wir nutzen tatsächlich 100% unseres Gehirns, nur halt nicht immer. Insofern können wir euch beruhigen, wir nutzen tatsächlich 8 bis 9 IQ-Punkte, wenn auch nicht immer und zu jedem Augenblick. Ja, aber ja. Und, genau, und ihr könnt jetzt mal ganz kurz zuhören. Also ich gebe ja zu, dass ich ab und zu beim Arbeiten durchaus mal intelligenter werde. Ich befürchte leider nicht. Das ist nämlich genau das. Fühlt ihr euch jetzt ein bisschen schlauer als vorher eventuell? Ne? Unter dem Beeinflussung von Musik immer wieder auch mal wird untersucht, welche klassische Musik das Baby besser als sich entwickeln lässt oder auch... was da rauskam in diesem Konstrukt, keine Aussage... Das schlaue Wort dafür ist, es gab, die Realität ist aber eine andere. 8 bis 9 IQ-Punkte Gehirn, eigentlich ist da doch nichts dahinter. Einfach, weil es uns so plausibel erscheint. Massengeschmack TV.